Und wir sind live. Hallo lieber Zuschauer, herzlich willkommen. Du bist ja genau richtig beim Cryptopia Coin Summit. Das ist jetzt der Auftritt von Karim Chabra und es geht um Community-Anwendungen für Blockchains. Oh, ganz kurz, ich höre mich selber. Karim, hast du gerade einen Lautsprecher irgendwo an oder? Okay. Ich mute mal kurz und dann versuch's nochmal. Genau. Okay, Test, Test, Test. Test, Test, Test. Ich habe ein Delay irgendwie. Okay. Ich gucke ganz kurz, dass ich die Verbindung aufrechterhalten kann. Ist ja in Deutschland ein bisschen schwierig mit dem Internet. Vorhin hat es noch super geklappt. So, deswegen gib mir mal eine Sekunde. Tut mir leid an dich als Zuschauer. Bleib auf jeden Fall dran. Wir finden eine Lösung. So, ich weiß nicht, jetzt dürfen wir immer noch einen Delay drin haben. Ich würde sagen, ich überlasse einfach jetzt direkt Karim die Bühne. Ganz, ganz wichtig, lieber Zuschauer, du kannst direkt Fragen in den Chat schreiben. Die werde ich alle anschließend an Karim weiterleiten. Und genau. Deswegen, Karim, teile sehr, sehr gerne deinen Bildschirm, dann stelle ich den sofort ein. Okay, dann fange ich schon mal an. Okay, ist es vorhin? Max, kannst du bestätigen, dass man mich hört? Ja, man hört dich und man sieht die Folie auch. Ach, perfekt, dann kann ich ja losstarten. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Heute würde ich gerne über das Thema Decentralized Organization and Tokenized Economy reden. Ich stelle mich schon mal erstmal vor, ich bin Gründer von Coinsense.org und wohne in Köln. Und wir arbeiten seit ein paar Jahren an einer Plattform, die Communities ermöglicht, eigene Währungen einzuführen. Weil, also vor ein paar Jahren, jeder hat sich mit dem Blockchain beschäftigt und wir wissen, Blockchain ist wirklich die Technologie, die vor allem das Thema Governance erstmal und die Ökonomie neu erfinden kann. Also viele kennen die Blockchain natürlich als die Kryptowährungen, aber hinter den Kryptowährungen gibt es immer ein Governance-Modell oder ein Framework, wo natürlich bestimmt wird, wie diese Währungen geschöpft werden und wofür. Und dann entsteht auch ein ökonomisches Modell hinter den Währungen. Und natürlich... ganz kurz. Entschuldigung, Karim. Irgendwie haben wir jetzt wieder einen Lay drin. Könntest du vielleicht mit mobilem Internet reingehen? Ich hoffe wirklich, dann geht es. Ah, meinst du, es liegt an bei mir? Okay. Dann muss ich kurz mal
im mobilen Internet. Und Moment. Okay, Hotspot ist jetzt. Genau, jetzt soll es auch klappen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dran bleibt. Okay, Hermine schreibt, bei ihr ist der Ton gut. Ja, wir testen das jetzt alles mal durch. Hauptsache. So. Geht das jetzt? Max, hörst du mich jetzt? Ich kann dich auf jeden Fall hören. Ich glaube, könnte auch sein, dass bei mir der Wurm drin liegt im Delay. Ich weiß nicht. Sieht man auch meine Folien? Ja, ich übergebe dann einfach jetzt direkt wieder an dich. Dann was anderes kann ich jetzt gerade leider nicht tun. Okay. Ich mache das dein Go, ne? Max? Jetzt geht es wohl endlich wieder, okay. Okay, sag mir Bescheid, wenn ich weitermachen soll. Sehr, sehr gerne jetzt. Vielen Dank. Okay, alles klar. Gut. Also Blockchain ist eine Technologie, die vor allem das Thema Governance und Ökonomien neu erfinden kann. Vor allem durch die Fähigkeit, dass Menschen plötzlich in der Lage sind, eigenes Geld zu schöpfen und zu benutzen. Ja, damals haben wir Coinsys vor allem gegründet. 2012 fing das Thema an, dass wir gedacht haben, okay, was brauchen wir, um Nachhaltigkeit zu fördern, um sozialen Impact zu fördern und vor allem Social Entrepreneurs, die haben nicht genug Finanzierung und junge Menschen mit innovativen Ideen, das dauert auch immer ewig, bis die mal Finanzierung bekommen, weil sie immer Investoren überzeugen müssen, dass deren Idee irgendwie einen Sinn macht. Und oft, vor allem wenn man sehr innovativ unterwegs ist, dann ist es schwer, natürlich Investoren zu überzeugen. Dann haben wir gedacht, okay, eigentlich müssten wir eine eigene Währung schöpfen und damit könnten wir jetzt vorangehen. Und deshalb haben wir damals Coinsys gegründet und das Ziel ist, ein Netzwerk aufzubauen, um Jugend vor allem und Civil Society zu fördern und vor allem Innovation, Nachhaltigkeit und Social Impact zu fördern. Thema Kryptoassets, ich glaube, alle, die sich mit dem Thema Blockchain beschäftigt haben, wissen, dass Krypto-Tokens verschiedene Formen haben können. Also es gibt ja Krypto-Token, die einfach nur als Proof of Contribution sind, also ein Nachweis für einen Beitrag, aber die könnten halt erstmal, haben keinen finanziellen Mehrwert. Also zum Beispiel jemand, der sich für etwas engagiert, man kann ihm auch Krypto-Assets geben und sagen, okay, der hat so und so viel sich beteiligt. Das sind so wie Bonuspunkte. Und natürlich gibt es ja diese Utility-Token oder also Währungen, also Kryptowährungen, die auch zum Tausch von Dienstleistungen oder Ressourcen genutzt werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Kryptoassets, die wirklich auch gedeckelt sind durch Wertgegenstände oder durch Beteiligung in Unternehmen. Hier ist natürlich immer die Herausforderung, so ein Kryptoasset rauszugeben, ist natürlich, da muss man sich zum Beispiel in Deutschland mit der BaFin auseinandersetzen und in anderen Ländern ist es ja auch nicht anders, weil du kannst nicht einfach Eigentum digitalisieren, also technisch geht es, vieles ist möglich, aber natürlich heutzutage in vielen Ländern ist Eigentum nicht digitalisiert, also Anteile an eine Genossenschaft oder an eine GmbH, das muss halt im Handelsregister eingetragen werden und das Handelsregister sagt nicht, okay, ihr braucht es ja nicht bei mir einzutragen, es steht ja eh auf der Blockchain und das ist ja die Wahrheit, also nehmen wir einfach das, was immer so auf der Blockchain ist. Leider ist die Realität nicht so. Und die Regulierung ist wirklich hinkt sehr weit dahinter. Und oft wird auch nicht das Potenzial gesehen. Also ich kann mich erinnern an vor ein paar Jahren, wenn Leute aus der Zentralbank sagen, wozu braucht man andere Währungen? Wir haben doch eine Währung. Und dann, ja, mittlerweile erkennen die, dass es
weitere Währungen bedarf für bestimmte Zwecke. Ja, aber ist interessant. Gut, also wir sind der festen Überzeugung, dass eigentlich alle eigene Währungen einführen können. Ist immer die Frage, wofür und macht es Sinn und was hat es für einen Wert, überhaupt eine Währung einzuführen? Und deshalb, grundsätzlich, was braucht man, um eine Währung einzuführen? Lassen wir erstmal die ganzen hochtechnologisierten Lösungen beiseite, wo die Native Token haben und fokussieren uns auf Währungen in unserer reellen Welt. Und hier, um eine Währung einzuführen, brauchst du erstmal Menschen, die erstmal entscheiden, eine Währung einzuführen und die Entscheidung treffen, wohin diese Währung geschöpft wird. Man braucht natürlich Projekte. Ist die Frage immer, wenn ich eine Währung einführe, was will ich damit fördern? Was für eine Aktivität will ich damit finanzieren? Und natürlich brauchen wir die Ressourcen, also Leute, die diese Währung auch akzeptieren. Das kann auch verschiedenste Formen haben. Es kann auch zum Beispiel Projekte, die einen bestimmten Fokus haben, zum Beispiel Artificial Intelligence Projekte, und du hast eine Community von Artificial Intelligence Leute, die global an diese Projekte arbeiten und die benutzen diese Währung. Aber es können auch zum Beispiel lokale Projekte sein, dass man halt in seinem Viertel sagt, okay, ich führe eine Währung, um Bildung zu fördern oder whatever, und das ganze Viertel akzeptiert diese Währung. Ist auch machbar. Gut, also ich zeige mal erstmal, wie es funktioniert bei uns in der Plattform, wie wir Währungen einführen. Zum Beispiel, wir sind jetzt dabei, eine Währung einzuführen, die heißt Tunisia Impact Coin. Und mit dieser Währung wollen wir Startups, Social Entrepreneurs und Non-Profit-Projekte fördern in Tunesien und wollen vor allem die tunesische Diaspora mobilisieren, weil viele Talente gehen aus dem Land, leben irgendwo im Ausland, haben natürlich genug Geld, haben Expertise, haben gute Netzwerke und können wirklich was beitragen zu den Projekten. Und diese Leute wollen wir mobilisieren durch diese Währung. Also die bekommen diese Währung von den Projekten. Aber ich gehe mal jetzt den Flow erstmal, wie das funktioniert. Also grundsätzlich, um so eine Währung einzuführen, dauert es ja nicht mal 2 Minuten auf der Plattform. Man geht auf eine Plattform, auf eine Konsensplattform, gründet einen Space und dann schöpft man eine Währung. Also wie machen wir es zum Beispiel? Hier, erstens, der erste Schritt ist, dass die Community erstmal einen bestimmten Betrag schöpft und in Projekte verteilt. Also die entscheiden, welche Projekte diese Währung bekommen. Und das basiert auf dem Konsensus der Community. Also natürlich, die können jetzt 1.000 Coins schöpfen oder 10.000, ist immer die Frage, was können die damit mobilisieren und wie das funktioniert, diese Verteilung. Die Projekte nehmen erstmal diese Coins und geben sie allen Leuten, die sich zu den Projekten beteiligen. Also es gibt Leute, die sich mit Geld beteiligen, aber andere Leute beteiligen sich mit Expertise, mit Wissen an den Projekten. Oder zum Beispiel Unternehmen geben Ressourcen. Also zum Beispiel ein Unternehmen, das einen Rabatt gibt für Baumaterial oder für einen Eventraum oder ein Hotel, der eigentlich sagt, okay, die Projekte können mein Hotel benutzen und können mit dieser Währung bezahlen. Dann hat man erstmal ein paar Leute erreicht, die sich direkt in den Projekten beteiligen. Aber es gibt immer viel mehr Leute, die sich beteiligen wollen in den Projekten, aber können nicht direkt was beitragen, weil sie gerade nicht die Expertise haben oder nicht das Geld. Aber die können auch in der Plattform kommen und sagen, okay, ich akzeptiere diese Währung, ich bin Friseur oder ich bin Steuerberater oder ich bin Experte für irgendwas und bin bereit, diese Währung zu akzeptieren. Mir ist es egal, von wem. Und plötzlich fängt diese Währung zu rotieren in der Community. Weil vor allem in Netzwerke, wo du Ressourcen hast, wo du Menschen hast, die arbeitslos sind, die sind in der Lage zu arbeiten. Und dann haben die, wenn die keine Option haben, weil sie gerade keinen Job bekommen, dann können die sagen, okay, dann nehme ich wenigstens eine Währung. Vielleicht ist sie demnächst etwas wert, vielleicht nicht. Aber gut, ich nehme das Risiko jetzt. Und so machen wir es auch zum Beispiel bei der Diaspora-Community, also alle, die irgendwie den Impact in Tunesien fördern wollen, tun ihre Ressourcen oder Angebote in der Plattform für diese Währung. Und was wir natürlich langfristig auch erreichen wollen, ist, dass die Projekte, die gefördert wurden, auch diese Währung wieder akzeptieren. Also die geben entweder Beteiligung an den Projekten oder die sagen, okay, unsere Produkte könnt ihr mit dieser Währung akzeptieren. Und so schließt sich automatisch dieser Kreis, dass man erstmal eine Währung ausgibt und dann am Ende wieder die einnimmt. Und das fängt an zu zirkulieren. Und grundsätzlich in der Plattform kann jeder das machen. Also
also dieses, diesen Kreis initiieren. Also wir haben auch mit vielen Communities in Deutschland auch gesprochen, so Studenten-Communities die, oder Startup-Communities, die denken, okay, es könnte funktionieren, wir könnten es mal testen. Aber es ist immer, man muss erstmal beweisen, dass es irgendwo anders funktioniert hat, bis jemand mal sich bemüht, so ein Ökosystem auszubauen. Was natürlich auch machbar ist in der Plattform, um es zu vereinfachen, ist, dass ein Projekt seine eigene Währung einführt. Zum Beispiel bei uns CoinSense, jeder, der sich zu CoinSense beteiligt, mit Wissen, mit irgendwelcher Form von Unterstützung, kriegt CoinSense Coins. Und diese CoinSense Coins können rotieren in dem Ökosystem und langfristig nehmen wir die ein. Also es ist genauso, als wären es Investoren, die was in unserem Unternehmen investiert haben, werden wir diese Coins wieder einsammeln und gewisse Produkte und Dienstleistungen wieder anbieten in dem Netzwerk. Und das ist also vor allem, das ist zum Beispiel mit CoinSense Coin können wir es machen, aber mit Tunisia Impact Coin wollen wir auch dafür sorgen, dass diese Währung auch stabil ist. Also dass zum Beispiel das Coin für 1 Euro erstmal jetzt ausgegeben wird und zum Beispiel 4, 5 oder 10%, 5% im Jahr zunimmt. Also unser Ziel ist es nicht, dass es eine Spekulationswährung wird, wo die Leute einfach sagen, okay, ich kaufe den Coin für 1 Euro, weil ich möchte, dass er 20 Euro irgendwann wert ist, sondern er kauft den Coin und sagt, okay, es ist vielleicht 1,02 oder es ist ein kleines Investment und kriege meinen Beitrag wieder zurück. Weil grundsätzlich, wenn wir eine spekulative Währung einführen, muss es irgendjemand anders wieder bezahlen. Und dann kommen wir in ein nicht soziales Ökosystem, wo Leute einfach Profit machen, ohne irgendwas zu leisten für das Ökosystem. Und das ist natürlich nicht zielführend, weil am Ende muss es irgendein Kunde bezahlen oder es muss die Gesellschaft bezahlen. Und da durch Blockchain können wir wirklich neue Modelle schaffen, wo auch Unternehmen den Wert, den sie schaffen, auch wieder teilen in der Community. Genau. Also in der Plattform, die ist ja ziemlich user-friendly, aber könnte noch freundlicher werden. Da können wirklich die Communities testen, dass die eine Währung einführen muss. Muss man natürlich immer, welche Projekte man finanzieren will und welche Community man mobilisieren möchte. Und wirklich natürlich am besten funktioniert es, wenn man natürlich eine bestehende Community hat, weil man sagt, okay, es ist ein Netzwerk von Vereinen oder von Studenten und dieser Netzwerk würde diese Währung on top einführen. Ist natürlich immer einfacher, weil du hast ja die Leute, die sich eh gegenseitig helfen und plötzlich hast du diese Währung als Tauschmittel innerhalb der Community. Genau, und was wir noch einführen jetzt, wir sind in der Sandbox von der tunesischen Zentralbank. Wir werden auch noch eine Währung einführen oder beziehungsweise wir haben sie jetzt in der Plattform eingeführt, die die nationale Währung abbildet. Also sowas wie ein Stablecoin. Und Ziel ist es, wenn man jetzt in Projekte in Tunesien investieren möchte, sobald man mit der Kreditkarte bezahlt, hat das Projekt schon mal diese Coins, kann sie umwandeln in Geld. Und was wir auch einführen wollen, ist wirklich diese Transparenz und Traceability von Transaktionen. Also, weil oft fehlt diese Transparenz und wir wissen, wenn diese Transparenz nicht vorhanden ist, Thema Korruption, Mismanagement of Funds und natürlich Misstrauen entsteht auf Seiten der Geldgeber. Und dadurch haben wir diesen Token und vor allem eins ist Vertrauensschaffung und zweitens natürlich die Geldgeber können jetzt mitbestimmen, wohin das Geld ausgegeben wird und durch Smart Contracts kann man wirklich das steuern. Und vor allem können jetzt Projekte finanziert werden, die auch kein Bankkonto haben. Und das ist eigentlich, wenn wir bedenken, wie oft ein Verein gegründet wird oder ein offizielles Unternehmen gegründet wird, ist ja immer, um ein Bankkonto endlich zu haben, um Geld einnehmen zu können. Und diese Bürokratie oft tötet fast jedes Potenzial. Also viele Leute, die wirklich gerade eine Idee haben oder wirklich eine Initiative starten wollen und diese ganzen Grassroot-Bewegungen, Innovationsprojekte, verbringen dann viel Zeit in der ganzen Bürokratie, um Firmengründung und das Ganze, statt sich auf Produkte oder Impact zu fokussieren. Und hier bypassen wir einfach die komplette Bürokratie und sagen, wozu gründest du irgendwas? Du hast eine Wallet und schon kannst du anfangen, was zu machen. Und das ist wirklich auch, um ein bisschen diese Blockade der Regierung ein bisschen umzugehen, weil man fühlt sich oft mal sehr geblockt in dem, was man tut.
Also, weil man ist ja nur damit beschäftigt, ein Papier von einer Behörde zu der anderen zu bringen. Und das vermeiden wir komplett. Und vor allem, man hat dann Projekte, wo wirklich Tunesier, die in China, in USA oder in Tunesien sind, gemeinsam wirklich arbeiten können und gemeinsam entscheiden können. Und das ist natürlich ein großes Potenzial. Und das kann man natürlich in jedem Land duplizieren. Genau, also zu der Plattform, es geht entweder, wie kann es funktionieren? Entweder eine Organisation oder ein Netzwerk kommt rein, schöpft eine Währung und dann muss er natürlich sein Netzwerk mobilisieren. Gibt's, oder man geht rein und sucht sich eine Währung, in der, wo man reinpasst und sagt, okay, ich brauche diese Währung, weil ich muss ein paar Leute mobilisieren und dafür bräuchte ich diese Währung, um die zu bezahlen. Dann kann man mit dem Projekt reingehen und diese, also eine Karte, eine virtuelle Karte von der Kampagne starten. Und das Dritte ist, man möchte unterstützen und dann geht man in der Plattform und akzeptiert erstmal die Coins und sagt, okay, ich biete diese Dienstleistung oder ich biete einen Rabatt auf folgendes Produkt für diese Währung. Man nimmt diese Währung ein und dann kann man die wieder ausgeben. Genau. Zu dem Stablecoin habe ich ja vorhin was erzählt, diese Transparenz. Ja, und that's it. Also unser Fokus ist momentan auf Mobilisierung der Diaspora. Und ja, und wir würden gerne auch ein paar Piloten auch in Deutschland starten, weil wir sehen auch ein großes Potenzial. Also natürlich, das Potenzial ist immer umso größer, wo Mangel an Finanzierung da ist und wo viele Probleme existieren und viele Menschen auch arbeitslos sind, weil dann passt eine Währung ideal zu so einem Ökosystem. Aber auch in Deutschland sehe ich auch viele Bereiche, wo Geld eigentlich fehlt. Also meine, wenn wir nur sagen, okay, wenn wir auf zum Beispiel Friday for Future Bewegung anschauen, also was für ein Potenzial dahinter steckte, um auch eine eigene Währung einzuführen, die Sustainability-Projekte fördert. Wäre zum Beispiel ein gutes Use Case, wo jeder wirklich sagt, okay, ich mag diese Bewegung, ich will ja Projekte fördern, die nachhaltig sind oder einen Impact haben und bin bereit, meine Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Weil eine Veränderung kann ja nicht nur auf Ehrenamt und auf Spenden basieren, man muss schon mehr mobilisieren. Und das ist zum Beispiel für einen Steuerberater fällt es natürlich leichter zu sagen, okay, ich mache eine Steuerberatung für Friday for Future Coin. Dann liefert er irgendwas im Wert von 500 Euro, ist für ihn viel leichter, als wenn man zu ihm geht und sagt, kannst du bitte 500 Euro spenden? Weil das fällt jedem schwer. Das Gleiche gilt für ein Café oder für ein Restaurant oder für ein normales Unternehmen. Und so kann man wirklich auch Unternehmen bewegen, was zu leisten für einen gemeinsamen Zweck. Genau, so viel zu den Slides. Also ich wollte es auch ein bisschen kurz halten und mit dem Ziel, dass wir eher diskutieren und gewisse Währungen vielleicht schauen, wo man die einführen könnte oder Fragen beantworten. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, jetzt die Verbindung einigermaßen gut. Kannst du mich gut sehen und hören, Karim? Ja, Moment, ich schalte jetzt um. Ja, jetzt sehe ich dich. Perfekt. Ja. Okay, super. Und dann auch jetzt an die Zuschauer. Tut mir sehr, sehr leid mit den technischen Schwierigkeiten, auch für dich, Karim. Ich hoffe, aber wir haben noch einige dabei. Das heißt, beteiligt euch jetzt sehr, sehr gerne. Jetzt funktioniert es ja. Und gut, da haben wir jetzt erstmal schon direkt die erste Frage. Vielen, vielen Dank. Und zwar sagt Aurik, klingt sehr interessant, aber für mich momentan noch etwas abstrakt. Kann ich verstehen. Es klingt erstmal abstrakt, wenn man das Konzept erklärt. Aber man muss es immer in so einem Kontext reinbringen, wie zum Beispiel ein Verein, der sagt, okay, wir sind ein Verein und es gibt Leute, die sich zum Beispiel engagieren oder Leute, die Geld spenden. Und für diesen Engagement oder für die Geldspende gebe ich jetzt diesen Vereinscoin. Zum Beispiel in weiß nicht, ein Verein, zum Beispiel Bildungsverein. So nennen wir einen Verein, heißt Bildung. Also jeder kriegt einen Bildungscoin dafür, dass er was geleistet hat in einem Verein. Und jetzt hat man erstmal den Beitrag her gezeigt. Also jeder, der was Bildungscoin hat, hat was geleistet in einem Verein und andere Leute würden es akzeptieren, weil ein Verein leistet ja nicht für 5 Leute etwas, er leistet vielleicht für 100 Leute was. Jetzt hast du zum Beispiel Kinder, die von diesem Verein profitieren, die irgendwelche Bildungsdienste bekommen. Friseur, Maurer, whoever, der schickt ja sein Kind zu irgendwelchen Veranstaltungen von einem Verein.
Und der kann sich ja nicht leisten, etwas zu bezahlen. Deshalb gibt es ja auch den Verein, der ihm was kostenlos anbietet. Aber jetzt könnte jetzt der Maurer oder der Babysitter oder der Friseur sagen, okay, ich akzeptiere diese Bildungscoin von allen, die was für den Verein geleistet haben. Weil zum Verein konnten ja entweder jemand mit einer höheren Bildung war ja in der Lage, was zu unterrichten, also sagen Studenten oder whatever, die haben diesen Bildungscoin oder Leute, die Geld gegeben haben oder jemand, der sein Lokal zur Verfügung gestellt hat. Und dafür hat man Kinder ausgebildet. Und jetzt kommen die Kinder oder die Eltern oder whoever und sagen, okay, ich akzeptiere es jetzt, diese Währung und bin bereit, auch was zurückzuleisten für die Community. Aber da ich kein Geld habe, leiste ich es in Arbeit. Hm. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, also das ist jetzt zum Beispiel Non-Profit. Wir wollen was eine Gemeinschaftswährung einführen. Aber man kann ja auch den Use Case haben, zum Beispiel CoinSense Use Case. Also uns als nicht als Plattform, sondern als Unternehmen. Also wir sagen, okay, wir haben nicht genug Finanzierung und wir wollen auch keinen Investor haben ins Boot. Wir wollen nicht so ein Profit-Maximization-Ding werden. Wir wollen wirklich autonom sein. Wir wollen, dass die Software Open Source bleibt. Wir wollen, dass die Plattform kostenlos ist. Also jeder Investor sagt, ja, wie wollt ihr Geld verdienen? Dann sagen wir, im Moment wissen wir es auch nicht und wir wollen, wir leben noch und wir kommen ja voran. Also brauchen wir ja jetzt Leute, die was beitragen. Wenn wir eine Marketingkampagne machen oder bei der Software oder mit Geld. Und wir geben jetzt CoinSense Coin für alle, die was leisten, für dieses Unternehmen, für diese Gründung, für das Startup. Also jeder, der eine Kleinigkeit leistet, okay, kriegt diesen Coin. Und diese Person kann es ja woanders ausgeben. Also ein Café kann sagen, okay, ich möchte auch CoinSense unterstützen, aber mit Geld kann ich euch nicht unterstützen. Und programmieren kann ich ja auch nicht. Was kann ich machen? Ich kann euch Kaffee anbieten. Ich biete euch 50% Rabatt für CoinSense Coin, weil ich es so cool finde. Also plötzlich der Programmierer geht zum Kaffee und kann mit CoinSense Coin bezahlen, weil jemand gehört hat davon. Und der Kaffee kann ja zum Beispiel den Steuerberater bezahlen. Und am Ende ist dieser CoinSense Coin aber eine virtuelle Beteiligung an CoinSense. Also es ist genau, als hätte ich jeden mit Aktien bezahlt, die er weiter übertragen kann. Und sorge dafür natürlich langfristig, dass diese Coin, wenn jemand jetzt zum Beispiel statt 10 Euro für eine Stunde Arbeit verlangt, kriegt 10 CoinSense Coins, also im Wert von 1 Euro, muss ich ja dafür sorgen, dass er irgendwann auch vielleicht was für 20 oder 30 Euro bekommt. Also der Wertzuwachs von CoinSense wird er davon natürlich profitieren. Und das sind halt so zwei Beispiele, die man gut machen kann. Ein gutes Beispiel ist immer so, was kurzfristig ist, zum Beispiel, wir wollen ein Event machen, wir wollen ein Konzert machen. Alle, die was beitragen, damit dieses Konzert stattfindet, kriegen Coins. Und spätestens im Sommer liefern wir ja was, weil Konzert ist ja nicht über 10 Jahre ausgelegt, Planung und so. Und im Sommer sagst du, okay, alle, die zu dem Konzert jetzt reinkommen wollen, die müssen in diesem Coin bezahlen. Und natürlich, wenn das Konzert begehrt ist, dann müssen die Leute diesen Coin auch irgendwo kaufen. Bei wem können die es kaufen? Bei allen, die sich halt vorher mal bemüht, also was gemacht haben. Jemand, der den Flyer gemacht hat, jemand, der irgendwie, whatever. Also Leute haben erstmal was geleistet und die haben ihre Coins und jetzt können die es anbieten zum Kauf. Und natürlich kann natürlich der Wert des Coins steigen. Wenn alle plötzlich zu diesem Konzert reingehen wollen, dann ja. Dann muss man halt ein bisschen mehr zahlen, als initial man investiert hat. Also man geht in das Risiko, aber man nimmt auch den Gewinn mit. Also statt zu sagen, okay, ich Student, gib mir bitte 500 Euro, weil ich irgendwas gemacht habe bei dieser Veranstaltung. Also ich werde Kellner und normalerweise würde ich 500 Euro bekommen. Dann sage ich, nein, gib mir keine 500 Euro. Gib mir 500 Coins. Und vielleicht sind die nur 100 Euro wert, aber kann sein, dass sie 1200 Euro wert sind, weil ich bin ja mit euch ins Risiko gegangen. Und jetzt dieser Veranstalter dieses Konzerts muss ja nicht zur Bank oder zu einem Investor gehen und erstmal Geld holen und dann das ganze Profit wieder an den Investor geben. Er gibt ja dieses ganze Profit an die Leute, die wirklich mit reinkamen und sich beteiligt haben. Der Student, der sagte, ich nehme das Risiko mit, ich habe kein 500 Euro, aber ich biete meine Leistung, aber bitte, entweder gewinnen wir zusammen oder wir verlieren zusammen. Und das ist ein komplett anderes Mindset, was man dann schafft in so einer Sache. Sehr, sehr cool. Und das sind halt diese Beispiele, die wirklich, also dann plötzlich wird es sehr konkret. Also, ja, Entschuldigung, die Antwort war lang, aber
Ich glaube, es bedarf so eine lange Antwort. Sehr gerne. Über das Thema Währung. Ja, nee, ich finde die lange Antwort sehr, sehr super. Ja, ich wollte mir nebenbei einfach, mir ist eingefallen, so ein ganz, ganz einfaches Beispiel wäre es vielleicht zum Beispiel diese Pfandmarken, die man sonst kennt bei irgendeiner Veranstaltung. Das wäre dann ja auch vielleicht eine Option, oder? Einfach eine Währung da. Genau, genau. Das wäre jetzt der Token, den du benutzen kannst. Sehr, sehr cool. Ja, hier fragt Hermin noch dazu, wie finanziert ihr dann euren Token? Wie entsteht er? Okay, wie finanzieren wir? Ein Token muss erstmal nicht finanzieren, man kann es schöpfen, es ist nur ein Klick. Also jemand kann wird sagen, okay, ich schöpfe jetzt der Kölsch-Coin und ich mache jetzt 10.000 oder 100.000 Coins, es ist ja ein ERC-20-Token auf der Blockchain, das kostet nichts. Und die Transaktion, da wir auf der Testnet sind, kostet erstmal auch nicht, zum Glück, sonst können wir uns die Transaktion auf dem Mainnet nicht leisten. Also es kostet nichts, erstmal eine Währung einzuführen. Also was es am meisten kostet, ist die Mobilisierung, also das Netzwerk drumherum zu mobilisieren. Und dann die Frage ist, man könnte es natürlich mit Geld finanzieren, dass ich jetzt ein paar Marketing-Experten reinhole und die kriegen ein fettes Gehalt und die machen jetzt Marketing-Kampagne. Oder ich nehme die Community und sage, okay, passt mal auf, wir führen doch eine eigene Währung. Wir haben jetzt gerade eine Zentralbank gegründet, eigentlich haben wir eine virtuelle Republik gegründet. Jetzt fangen wir an, jetzt das zu promoten. Und jeder, der wirklich dieses Community-Building und Marketing betreibt, kriegt diesen Token. Also man kann theoretisch, man muss ja nie, wenn man es gut macht, braucht man ja keine fremde Finanzierung, weil man alles mit der eigenen Währung einführt. Man führt eine Währung, um einen Wert zu schaffen und dieser Wert wird wieder geteilt. Und das ist halt natürlich, wie es die Einführung eines Coins funktioniert, wie wir uns finanzieren, Coins sind. Das ist jetzt natürlich anders, weil wir müssen doch ein paar Programmierer Vollzeit bezahlen und so. Wir haben vor 2 Jahren vom UNICEF Innovation Fund eine Finanzierung bekommen. Da haben die 6 globale Projekte gewählt, die an Blockchain arbeiten. Dann haben wir von der Ethereum Foundation Ether bekommen, als sie noch weniger wert sind. Haben wir auch leider für weniger wert benutzt, aber gut. Und jetzt im Moment ist ein Projekt mit der GIZ, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Also, und da geht es darum, wie man Diaspora mobilisieren kann, damit sie für Entwicklung was leisten oder in den eigenen Ländern, wie man Startups fördert und Innovationen. Und da finanzieren die natürlich teilweise unsere Arbeit, damit wir wirklich auch die Plattform weiterentwickeln, damit wir diese Pilots fahren und solche Sachen. Und so versuchen wir uns zu finanzieren. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, wenn du jetzt, also du hast dann mit der Community, mit Community Coins dann eine eigene autonome Einheit, sowieso als Community, und bist gar nicht mehr auf eine dritte Schnittstelle, irgendeine Zentralbank angewiesen. Also habe ich es richtig verstanden? Theoretisch sind wir, also die Schnittstelle zu der Bank haben wir nur, weil wir auch mit echtes Geld umgehen wollen, also diese Transaktion. Also wenn jemand hier Geld bezahlt, damit ein Projekt in Tunesien Geld bekommt sofort, brauchst du auch irgendwie eine Schnittstelle zu den Banken. Aber wir haben auch eine Schnittstelle gebaut, wo wir sagen, okay, wir können natürlich mit der Bank jetzt verhandeln und wir nehmen die Bank wieder als Vertrauensperson und sagen, okay, wisst ihr was, das Geld ist bei uns auf dem Konto, vertraut uns. So viel ist es gerade nicht. Wenn es zu viel wird, dann werden wir schon eine andere Lösung finden. Und so versuchen wir es innerhalb dieses Sandbox zu machen, damit wir nicht wirklich zu viel Aufwand stecken in diese ganzen Interaktionen mit den Banken und so. Und meistens sind sie ja auch nicht so offen, sich selbst zu killen. Also am Ende baut man ja etwas, was deren Modell auch ein bisschen bedroht. Und da sind Banken natürlich nicht gerne nicht so kooperationsfreundlich. Ja. Im Gegensatz zur Ethereum Foundation dann. Wie kam da die Zusammenarbeit zustande? Das war über das UNICEF Innovation Fund. Da war damals beim ersten Treffen in New York war auch die Eya Miyaguchi dabei als Mentor und die war auch sehr, ich meine, Ethereum, die Gründer von Ethereum sind ja Leute, die wirklich auch über Social Impact und wirklich eine Veränderung nachdenken und dafür haben sie es auch gegründet. Es ist ja ein bisschen so, was man daraus gemacht hat, ist immer eine andere Frage und natürlich hatten die auch ein gewisses Fund, um auch Projekte zu fördern, die Ethereum-Plattform benutzen, um Impact zu machen.
Wenn du den Impact, den du mit deiner Arbeit für Blockchain-Technologie leisten möchtest, zusammenfassen müsstest, wie würdest du sagen, also was ist so deine Kernmission? Meine Kernmission ist, mit Tools erstmal zu zeigen, dass Sachen anders funktionieren. Also dieses Neudenken, für mich ist es, ob man am Ende eine andere Plattform benutzt oder so, I don't care. Also erster Gedanke, ich kann selber Geld schöpfen, ich bin nicht abhängig von jemand anders. Also wir als Gemeinschaft können wir mit unseren eigenen Kräften aufstehen und was leisten. Wir müssen nicht immer jemand von außen haben, der sagt, ich gebe euch Geld, damit ihr aufsteht und was arbeitet. Weil am Ende, wenn wir selber aufstehen und arbeiten, haben wir morgen was zu essen. Also im einfachsten Sinn. Das ist dieses Helpless, Learned Helplessness. Die muss jetzt verschwinden und man muss sagen, okay, das Geld geht ja anders. Thema Decentral Governance. Also wir leben in einer Welt, wo man alle 4 Jahre wählt irgendwelche Farben. Wir leben in Grenzen, die von, ich weiß nicht, ich habe nicht unterschrieben für irgendwelche nationalen Grenzen, aber wir leben in einer Welt, die wirklich ein Reliquie von vor 100 Jahren. Und das ist wirklich, wo wir wirklich neu denken müssen und sagen, ey, können wir nicht eine globale Demokratie schaffen? Können wir nicht selber entscheiden, wohin unser Steuergelder fließen? Also all diese Sachen gehen jetzt mit Blockchain und da finde ich auch natürlich unsere Rolle, das neu zu definieren. Und die dritte Sache, die wir wirklich versuchen in die Welt zu bringen, ist, wir leben auch in so einer Welt, wo wir immer noch geschlossene Organisationen haben, hierarchisch organisiert und auch immer geschlossen, weil sie also sind Unternehmen, die auch ein gewisses Profit, also so in Konkurrenz sind mit anderen Unternehmen. Wenn wir es komplett neu denken, sind wir in der Lage, also der Wert, den wir heute erschaffen, also was wir am Ende produzieren, können wir wirklich mit 20-30% unserer Arbeitskraft machen, wenn wir dezentral zusammenarbeiten, offen zusammenarbeiten und den Wert teilen. Dann müssen wir nicht von Montag bis Freitag zur Arbeit gehen, um am Ende wirklich, also es rentiert sich nicht, man kann auch vielleicht nur 2 Tage die Woche arbeiten und man würde das Gleiche erschaffen. Und da ist natürlich, es bedarf ein Umdenken, wie Organisationen funktionieren sollten. Diese Offenheit ist nötig. Und natürlich ist immer dieser Gedanke, oh, was heißt es, weniger Arbeit, heißt es Arbeitslosigkeit? Und dann sagt man, nee, weniger Arbeit heißt Freiheit, heißt weniger arbeiten zu müssen. Und das in so einem System wie heute heißt es Arbeitslosigkeit leider. Man muss natürlich auch diese Grundsicherung neu denken. Und eins wirklich, wo wir wirklich glauben, was das auch ein bisschen auch das Spiel verändert, ist, bis jetzt Unternehmen haben immer Gewinn für sich verstrichen und dem Investor das gegeben. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo was kaufst, du kriegst ein Produkt, die Herstellungskosten, sagen wir, du kaufst einen Schuh für 50 Euro, Herstellungskosten, der Schuh hat vielleicht, sagen wir, 40 Euro gekostet. Eigentlich inklusive die Miete natürlich in Deutschland, meine Produktion ist natürlich viel niedriger. Aber irgendwo dieses Unternehmen hat 20% Gewinn gemacht. Und normalerweise dieses Gewinn geht an den Investor oder der Owner des Unternehmens. Aber wenn wir neue Lösungen finden, um Unternehmen zu finanzieren, dann könnten wir als Konsumenten diese Unternehmen besitzen. Also theoretisch, mit Blockchain kann man es auch so machen, wenn du einen Schuh kaufst für 50 Euro, bekommst du im Wert von 10 Euro Anteile an dem Unternehmen. Oder du kriegst Anteile an einem Rentenfonds. Weil diese Marge ist ja eigentlich, das ist ja kein Produkt. Das ist eigentlich nur Profit oder Zinsen oder Spekulationsmarge. Und wenn man es neu denkt, könnten Unternehmen natürlich auch, also diese Umverteilung von Wohlstand wird ja nicht mehr so kapitalistisch stattfinden, sondern es wird wieder in einem Netzwerk bleiben. Und da muss man natürlich sie neu erfinden. Und natürlich, ökonomisch ist es ja keine Herausforderung, dass es natürlich funktioniert, ist Fakt. Man muss nur zeigen, weil man ist ja an andere Modelle gewöhnt. Und natürlich, wenn jetzt ein Unternehmen seine Kunden Beteiligungen gibt, ist er natürlich attraktiver auf dem Markt.
Also er ist ja sogar wettbewerbsfähiger, weil lieber gehe ich zu einem Kaffee, der mir bei jedem Kaffee 20 Cent Anteile einem Rentenfonds gibt, als zu Starbucks, der irgendwie einfach nur expandiert. Und das sind halt neue Gedanken, die wir wirklich auch das in unser Bewusstsein, das muss kommen, damit wir wirklich die auch umsetzen können. Sehr, sehr geil. Ja, das klingt nach einem richtigen Paradigmenwechsel. Ich glaube auch viele der Ziele, die man jetzt so als Investor sonst so versucht zu verfolgen, könnte man so auch dann, nehme ich mal an, viel direkter adressieren. Ja, ja, am Ende ist es dieser Gedanke von Investment. Ich meine, jeder, der Geld hat, der denkt erstmal an Investment. Aber er sieht ja nicht, wie viel er an andere Investoren bezahlt, wenn er einkaufen geht. Also diese Marge, also dieses Gedanke, oder wenn man ein Haus kauft, diese ganze Spekulation, die dafür sorgt, dass die Miete wirklich verdammt teuer ist, oder also diese Spekulation, wir zahlen eher darauf, als dass wir am Ende durch ein bisschen Kryptowährungen kaufen und gewinnen. Vielleicht, ja, okay, die früheren haben wirklich Kohle gemacht, aber jetzt, also das bisschen Investment löst das Problem ja nicht. Und da muss man halt natürlich sich fragen, okay, macht Investment eigentlich Sinn oder ist Teilen doch das Sinnvollere? Ja. Genau, ja, was ich auch denke, ist halt, was du auch immer betonst, ist jetzt persönliche Freiheit und auch Selbstermächtigung, gerade in Gemeinschaften. Ich glaube auch, was da so ein Punkt ist, ist, wenn man so fragt, okay, warum investiere ich, mit welchem Ziel, ist es ja auch ganz oft persönliche Freiheit, die dann auf diese Weise ganz anders adressiert werden kann, so wie ich das mitgenommen habe. Ja, genau. Ja, und der persönliche Freiheit ist immer, aber irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Also ich habe immer persönliche Freiheit auf Kosten von der Freiheit von jemand anders mir erarbeitet. Und eigentlich persönliche Freiheit wäre wirklich komplett unser Wirtschaftssystem neu zu denken, dass wir wirklich frei sind, dass wir wenig arbeiten müssen. Also dass alles existiert mit wenig Aufwand. Das ist die Freiheit für alle, wo wir alle natürlich mehr profitieren, als dass wir im Wettbewerb irgendwie versuchen wegzunehmen. Weil am Ende haben wir alle irgendwie gekämpft, um an etwas ranzukommen. Dieser Kampf frisst uns auch viel Zeit und Energie. Klingt richtig, richtig gut. Ja, da ist auch die nächste Frage direkt. Und ja, ich glaube, da möchte jemand das schon halb implementieren in sein Leben. Und dieses Netzwerk lässt sich theoretisch weltweit nutzen, beziehungsweise liegt der Fokus erstmal nur auf Tunesien oder? Also die Coinsense-Plattform, die ist ja offen. Also jeder kann reingehen und sich anmelden mit E-Mail-Adresse und schon kann eine Währung einführen. Am Ende muss er natürlich dieses Vertrauen für die Währung schaffen. Da gehört natürlich mehr Arbeit, als nur mal einen Klick zu machen. Jeder kann rein, jeder kann es testen. Wir sind auf der Testnet, also es kostet keine Transaktionsgebühren, gar nichts, es ist umsonst. Müssen mal schauen, wenn jetzt eine Währung jetzt sich richtig etabliert, muss man natürlich nachdenken, wie wir dann, welchen Schritt wir weitergehen, aber es ist easy. Also wenn ihr wollt, kann ich halt schnell mal zeigen. Unbedingt, super, super gerne. Let's go. Mein Bildschirm. Das natürlich ein bisschen langsam ist. So, hier ist dein Bildschirm. Moment. Gib ihn mal durch. Ja. Zack. Genau. Also am Ende sehr einfach. Es gibt ja verschiedene Spaces auf der Plattform. Jeder kann jetzt einen Space gründen und eine Währung einführen. Also man geht hier, zum Beispiel Spaces. Und dann create New Space. Wir führen einfach eine Krypto-Währung, oder? Sehr, sehr gerne. So. Also, habe ich das richtig geschrieben? Ja, genau. Okay, also gehen wir einfach next. Okay, next. Dann, okay, ich kann dich jetzt per E-Mail oder einladen in diese Community. Also jetzt haben wir eine Community gegründet, die heißt Cryptopia. Und das ist ein Collaboration Space. Also man kann natürlich Sachen posten innerhalb der Community. Da ist nur ein Member, ich, weil noch niemand davon gehört hat, von der Community. Und jetzt schaffen wir mal eine Kryptopia-Währung. Lass uns mal einfach mal 1000 Coins schöpfen und hoffen, dass wir irgendwie Ressourcen mobilisieren können im Wert von 1000 Euro. Zum Beispiel, wir sagen, okay, unsere Referenz ist, ein Kryptopia-Coin ist im Moment 1 Euro wert. Also Alex, wenn jemand dir jetzt 1 Euro spendet, kriegt er natürlich einen Kryptopia-Coin.
Und wenn jemand etwas arbeitet für eure Events, zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt ein paar Flyer, die kosten sonst 50 Euro, dann kriegt er 50 Cryptopia Coins. Und alle, die jetzt Cryptopia unterstützen wollen, können jetzt, wir machen jetzt hier einen Marketplace. Und alle, die jetzt eine Leistung bieten wollen in Cryptopia Coin, tut mir leid, dass es ein bisschen dauert jetzt. Alles gut, ich finde es super, dass es so gut live klappt. Also das Geld haben wir schon mal geschafft. Also wir haben jetzt 1.000, glaube ich, geschafft. Ich bin jetzt der Admin, natürlich müsstest du dann, Alex, reinkommen und sagen, jetzt bin ich der Admin, du kannst nicht in meinen Namen jetzt Geld schöpfen, aber gut. Cryptopia Community Marketplace. Put your stuff here. Wir können es ja ändern später. Okay, Hide Anwälte, Hide Submissions, okay. Also, die Leute sollen in Cryptopia Währung was anbieten. Wir wählen Kategorien, nehmen wir alle Kategorien. Also, es können auch Klamotten anbieten oder Restaurant oder whatever. Gold Contact. Okay. Wenn jemand das Angebot annehmen will, dann muss er natürlich die Person natürlich kontaktieren. Okay. Jetzt hätten wir einen Marktplatz und jetzt können Leute Produkte für Cryptopia Coin anbieten. Wenn jetzt, wow, sag mal so, wenn jetzt in der Community, wenn jetzt 100 Leute da sind und ich sehe, cool, ey, da ist ein Anwalt, da ist ein Steuerberater, da ist ein Friseur, da ist ein Kneipe, die alle Cryptopia geil finden und Cryptopia Coin akzeptieren, dann bin ich auch bereit, dann ist jeder erstmal bereit, Cryptopia Coin etwas zu leisten für Cryptopia Coin. Weil dann ist plötzlich der Student bereit, was für euch zu machen, um am Ende zum Friseur zu gehen. Oder hier könnt ihr jetzt sagen, okay, wisst ihr was, wir wollen ja nicht nur unsere eigenen Projekte finanzieren. Jeder kann auch ein Submission von einem Projekt reintun und bekommt dann Cryptopia Coin. Und die Community Members, die vertrauenswürdige Community Members können jetzt, nicht nur Alex entscheidet jetzt alleine, wer das Geld bekommt, weil sonst enden wir in der Cryptopia-Diktatur, weil wir wollen ja die Demokratie. Also sagt er, Alex, wisst ihr was? Zwar, wir schöpfen das Geld, aber es ist ja nicht mein Geld, das ich schöpfe, wir schöpfen es zusammen. Alle Community-Members haben ein Budget von 100 Cryptopia-Coins und können entscheiden, welches Projekt das bekommt. Also die Verteilung des Geldes, also die Zentralbank, ist jetzt plötzlich eine Volksbank. Und das Volk entscheidet, wem die Bank jetzt Geld gibt. Und solche Sachen kann man natürlich machen hier. Also hier können wir jetzt eine Challenge tun und dann können alle ihre Projekte reintun. Ja, so einfach ist es. Also ich zeige euch jetzt ein Beispiel. Jetzt hier zum Beispiel Marktplatz. Bis dann, wenn halt ein paar Sachen drin sind, kannst du natürlich, siehst du, plötzlich Leute bieten wie Workshops für Cryptopia Coin oder was haben wir hier? Okay. Internet, man sieht zum Beispiel Reiterkurs, Restaurant, was haben wir noch? Ein Betonarchitekt oder also hier Mietwagen, Entwickler, whatever. Also das Internet ist leider zu langsam gerade. Also, das ist zum Beispiel ein Marktplatz, das könnte auch Cryptopia sein. Und hier kann man natürlich zum Beispiel Projekte sehen, die diese Währung auch erstmal versuchen zu sammeln. Weil du sagst, okay, wir wollen jetzt verschiedene Community-Activities finanzieren und alle können jetzt sagen, okay, ich brauche jetzt 20 Cryptopia-Coin oder ich brauche 20.000 Cryptopia-Coin und versuche das zu sammeln und ihr könnt entscheiden, welches Projekt jetzt diese Coins bekommt. Und natürlich sollt ihr auch erwarten, wenn jemand so ein Projekt macht und das ist ein Startup, dass er langfristig auch euch wieder was zurückgibt. Das soll ja nicht einfach nur saugen, sondern auch was zurückgeben. Und so einfach ist es am Ende, wirklich. Also man muss halt nur schauen, dass man natürlich diese Diversität in dem Netzwerk hat, damit auch Leute sich gegenseitig auch helfen können. Es bringt nichts, wenn du nur Anwälte hast, die irgendwie Scheidungsberatung anbieten in der Plattform. Das sind nur Anwälte. Also du brauchst wirklich einen Anwalt, die Kneipe, einen Babysitter, einen Landschaftsgarten, I don't know. Und diese Diversität sorgt dafür, weil jeder wieder den anderen braucht.
Sehr, sehr cool. Das ist ja auch dann eine ganz andere Form von Arbeit. Also so müsste ich jetzt mir denken, okay, ich muss mich bewerben, ich muss da in irgendein anderes System ganz mühsam reinfinden. Und so könnte ich aber sagen, hey, ich kann das, das und das. Die Projekte möchte ich Genau. unterstützen, nehme daran teil und ja, habe dann sofort eine sehr, sehr gute Connection zu den anderen Leuten, die da mitmachen. Genau, so einfach ist es. Ein Steuerberater, der sagt, okay, ich biete jetzt eine Steuerberatung für 100 Krypto per Coin statt 100 Euro. Und jetzt findet er den Friseur, der jetzt 20 Krypto per Coins verlangt. Da kann er schon mal fünfmal seine Haare schneiden. Er muss es ja nur zweimal im Jahr machen und schon ist die Sache erledigt. Bei mir ist es uninteressant, aber für einen beharrten Steuerberater schon. Also, ja. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Hier schreibt auch jemand direkt, also Emine, die hat jetzt schon sehr lange zugesehen, dass sie dich direkt kontaktieren wird danach. Das Ja, glaube ich, sehr, gerne. sehr begeistert davon. Sehr, sehr cool. Ja, nochmal an alle Leute. Das ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Du kannst ja nochmal sagen, was du ins Paket mit reinlegst für alle Leute, die dich kontaktieren wollen. Also natürlich innerhalb des Pakets oder auch außerhalb des Pakets können dich so oder so natürlich alle kontaktieren. Aber ich glaube, Genau, außerhalb des Pakets kann mich jeder eh kontaktieren. Also wenn ihr interessiert seid, sagt, okay, wir sind doch engagiert in so einem Verein oder wir haben ein Netzwerk. Das versuchen wir jetzt mal auch mit so einer eigenen Währung noch zu boosten. Gerne unterstütze ich. Also einfach melden, Karim at coinsense.org. Sehr easy. Ja, und in der Plattform könnt ihr euch ja anmelden, da findet ihr mich auch. Ja, genau. Ich denke, da kann ich schon einiges anbieten, wenn jemand darüber nachdenkt. sehr, sehr cool. Ich fand es auch, muss ich sagen, ich bin sehr überrascht, wie einfach das jetzt über die Plattform ging. Deswegen. Ja, das hat genau wie eine Gruppe in Facebook, außer dass du sagst, okay, ja, auch ein bisschen Geld erschöpfen, das tut man noch nebenbei. Und das war auch ein bisschen unser Anspruch. Es darf jetzt nicht aufwendig sein, bis man eine Währung einführt. Also es kann nicht sein, dass man jetzt paar Tage braucht erstmal, um sich irgendwie anzumelden oder dass ein Verein irgendwie einen Programmierer braucht. Es muss sofort funktionieren. Und dann die Regeln, ob man sich authentifizieren muss oder so, kann ja auch alles immer später kommen. Hauptsache, man fängt an, erstmal rumzuspielen. Und es kann wirklich auch in einem Kreis von Freunden, wo man sagt, okay, mal zahlt er die Rechnung, mal zahlt er die Rechnung. Okay, führen wir eine Währung, eine Abrechnungswährung ein. Geht auch. Ja. Und so funktioniert es. Also, es muss halt einfach sein. Und dann, unser Ziel ist, wenn jede Community eine eigene Währung einführt, dann heißt es, oh, da gibt es ja Millionen von Währungen, das funktioniert so nicht. Dann sagst du, ey, Moment mal, die ganzen Brieftaschen sind doch am Internet gebunden, also ist mir egal, welche Währung du hast, solange eine Exchange im Hintergrund funktioniert, sehe ich ja alle Preise in meine eigene Währung. Und das ist wirklich auch eine große, diese Autonomie, die du anbietest. Also es gibt nicht mehr diese zentrale Mächte, die wirklich was machen, sondern Netzwerke sind eh überlappend und es gibt verschiedene Währungen. Und wenn ich jetzt Kölschcoin habe, dann sehe ich auch in Mykonos, was im Angebot ist, weil Leute aus Mykonos auch mal was von Köln brauchen. Also es gibt immer irgendeinen Weg, einen Tauschweg, einen Währungstauschweg, der von einer Währung zu der anderen führt. Sehr, sehr Und cool. Das heißt, so. die Übergänge sind fließend zwischen den unterschiedlichen Genau, Communities. genau, ja, Wow. genau. Das ist ja natürlich easy am Ende, dass du halt diesen Tausch noch anbietest, ab dem Moment, wo Währungen da sind. Sehr, sehr Das cool. ist wirklich, also es ist immer so, wir haben es gelernt, wir haben einen Staat, auf den wir uns verlassen und so der Papa, wenn es keinen Papa mehr gibt und man erwachsen ist, aber Entschuldigung, Staaten auch Kriege. Staaten, die haben für die Umweltveränderung, also diese ganzen Umweltkrisen, die jetzt kommen, die haben nicht gehandelt. Also es gibt diese Umverteilung, diese ganze Ungerechtigkeit, es findet einfach, es passiert nichts. Also es muss zumindest entsprechend gehandelt, um das zu vermeiden, dass es schlimmer wird. Aber es wird immer schlimmer und schlimmer und es handelt keiner. Also wir können nicht zuschauen und sagen, oh, ja, ja gut, wenn halt der Kanzler oder whoever irgendwie 70 Jahre alt ist und versteht nicht von Umweltkatastrophen und von Klimaveränderung, dann warten wir. Das können wir nicht. Wir müssen wirklich, also die Jugend muss wirklich ein bisschen so alles in die eigene Hand. Also die müssen wirklich die Verantwortung ein bisschen übernehmen und sagen, okay, es geht um meine Welt und wir müssen handeln, ganz einfach. Und da müssen wir wirklich
über diesen Gedanken von ein bisschen spekulieren und was habe ich davon, was bringt mir heute was, wenn ich weiß, in 10, 20 Jahren sitzen wir alle in viel größere Probleme, wenn unsere Kinder einfach vielleicht Kriege erleben müssen oder irgendwelche Katastrophen erleben müssen, wenn die keine Tiere mehr sehen können, wenn die nicht mehr verreisen können. Das ist natürlich viel schlimmer als ein bisschen Wohlstand jetzt gerade. Naja, jetzt machen wir jetzt... Entschuldigung. Nee, nicht, ist das so gut, dass du deine Motivation so erläuterst? Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ja auch das, was dich dazu treibt, so ein Projekt zu starten und sich dafür zu engagieren. Ja, ja, klar. Ja, ja, es ist nur erstmal intrinsische Motivation. Es ist wirklich schön. Es hat auch gestartet, als ich zwei Kinder bekommen habe. Hm. Und das war dieser Moment, wo ich dachte, okay, wie sieht die Welt für den aus in 30 Jahren? Und da muss man halt wirklich nach vorne blicken und sagen, okay, bewegen wir uns in die richtige Richtung oder nicht? Ja. Und wie gesagt, also die ganzen Bewegungen, die wir sehen, also diese ganzen Initiativen, die scheitern an Finanzierung. Und da braucht man alternative Wege, um die zu finanzieren, weil die Bank wird es dauern, bis sie das finanzieren. Und der Venture-Kapitalist, der wird es auch nicht finanzieren. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin aus Indonesien, der ich zurzeit versuche, mit ein paar Freunden zu helfen. Und da merke ich auch, es ist super, super schwer, Spenden zusammenzubekommen, so dass sie sich ein neues Leben aufbauen kann, weil sie da ziemlich in einem sehr ideologischen System gefangen ist und sich schlecht zu helfen weiß. Und ich glaube, da ist sowas, wenn wir uns jetzt in 10 Jahren das vorstellen, wäre das wahrscheinlich selbstverständlich möglich über ja, solche Plattformen wie deine. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, weil man führt ja dann direkte Währung. Also das ist ja zum Beispiel das, was wir in Corona-Krise festgestellt haben. Diese ganzen Spenden, die ins Ausland flossen, man blickt nicht durch. Wohin sind die geflossen? Und warum mussten die wieder an diese etablierten alten Vereine gehen? Es gab tolle Initiativen, aber die hatten keinen Konten. Und das ist ja auch, warum wir auch diese Tunesien Dinar-Coin, also diese echte Währung eingeführt haben, weil die sagen, okay, jetzt ist es sichtbar und jetzt können Spenden entweder hinfließen oder das Geld bleibt hier. Und wenn Tunesier hierher kommen, können die irgendwelche Amazon-Vouchers kaufen oder whatever. Also man kann wirklich nach Indonesien interagieren ohne Brücken. Also da ist nur noch die Blockchain zwischen uns. Und ja, das ist schon cool, ja. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, vor allem, ich glaube, es ist super wichtig, also diese Mittelsmänner, die man dann ausschalten kann, also das ist ja auch das ist eines der Hauptziele, auch zu sagen, okay, wir versuchen jetzt Menschen miteinander sehr direkt zu vernetzen und diese Zwischenstationen auszuschalten, die teilweise einfach nur Energie absaugen, oder? Genau, ja, also Energie absaugen natürlich und Fehlentscheidungen treffen, also vor allem Mittelsmänner, die wirklich Geld verwalten, also diese Top-Down-Hierarchie. Ich meine, wer zum Beispiel Reinventing Organization von Lalu gelesen hat, sieht, okay, es gibt eine andere Form von Organisationen, die wirklich flat sind, dezentral sind und die sind für viel mehr sinngetrieben und viel effektiver. Aber gut, wir haben Mittelsmänner heute, wenn ich bei Vodafone etwas meinen Vertrag habe, dann fließt erstmal das Geld zentral und wird es wieder runtergebrochen und in diese Hierarchie wird viel verloren, Fehlentscheidungen getroffen, Innovation wird getötet oder ich habe Vodafone genommen als Beispiel, weil ich bei der Telekom arbeite, ich wollte es nehmen. Okay, es könnte auch du sein, also egal, oder eine andere Firma, es wollen wir nicht ungerecht sein. Na gut, also diese Mittelsmänner ist ja wirklich, Mittelsmänner auch in der Politik, das ist natürlich auch ein Thema. Also dass Steuergelder irgendwo hinfließen und Entscheidungen aus der Ferne getroffen werden, die wir wirklich nicht mehr nachvollziehen können. Hm. Da muss man auch natürlich darüber nachdenken. Und diese Accountability vor allem ist nicht da. Wer hat welche Entscheidung getroffen und was war die Wirkung seiner Entscheidung? Wie viel Budget hat er ausgegeben? Und hat er irgendwie performt, wie er performen sollte? Puh, ich weiß nicht. Da muss es irgendwie anders sein. Sehr, sehr cool. Ja, was du auch da, glaube ich, ansprichst, was ich jetzt für mich persönlich so mitnehmen kann, das ist also diese ganzen Dinge, die man so als Problem wahrnimmt, ist gerade bei Governance, dass es dafür ja eigentlich jetzt technisch relativ einfache Lösungen gibt, die nur noch Umsetzung brauchen.
Ich glaube, die Initiation von Coinsense, genau. Also, vielleicht, das war auch ein bisschen, warum, wie ist diese Idee entstanden. Wir hatten ja Revolution 2010, 2011 in Tunesien. Da gingen halt die Jugend protestieren, damit dieser Diktator erstmal abhaut aus dem Land, ist nach Saudi-Arabien gegangen. Gut. Es haben nicht nur irgendwie die Armen protestiert, auch die Reichen, die Gebildeten, die haben gemerkt, das stimmt was nicht in diesem Land. Vor allem die gebildeten jungen Menschen, die auch nach Jobs gesucht haben. Und genau da habe ich gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass wir heute noch auf der Straße gehen müssen und uns abknallen müssen, damit irgendjemand sein Haus oder sein Palast verlässt mit dem Flugzeug. Wir könnten doch einfach, wenn wir unsere Identity haben, digitale Identity, wir könnten ihm doch die Konten sperren, wenn wir per Klick alles voten und sagen, okay, ab morgen kriegt er keine Transaktionen, Banktransaktionen. Dann theoretisch würde der Diktator morgen aufstehen und merkt, oh, wieso hat die Armee und die Polizei die Richtung gewechselt, wieso zielen die gerade auf mich? Ja, gerade weil die gerade von jemand anders bezahlt werden, und zwar vom Volk. Und das ist es. Also theoretisch könntest du jede Diktatur stoppen, wenn du die Geldflüsse stoppen könntest. Und auf eine Blockchain, wo die Konten demokratisch kontrolliert werden, könnte ja so eine Diktatur überhaupt nicht entstehen, weil der Diktator, der nicht bezahlen kann, ist, glaube ich, aber obdachlos. Der ist machtlos. Und da sind halt wirklich diese Initiation von den Gedanken, warum wir andere Lösungen brauchen damals. Das ist halt einfach, wirklich einfach. Und man sagt, warum eiert man noch hier heute rum mit Waffen und Regierungen und whatever? Muss nicht sein. Sehr, sehr krasser Augenöffner. Wow. Ja. Das heißt, du würdest sagen, Geld ist, also das Geldsystem und Währungen zu revolutionieren, ist deswegen so gut, weil das eine effektive Energiequelle ist, wo man sehr leicht Veränderungen bewirken kann? Es ist, sag mal, Geld ist ein Vertrag, der viele Menschen zusammenbringt. Entschuldigung. Also das ist ein gesellschaftlicher Vertrag. Und du kannst mit Geld Menschen zu einer gewissen Richtung bewegen. Und mit Geld heute bezahlt man halt, sorgt dafür, dass jemand aufsteht und irgendwas macht, weil ich halt dieses Geld habe. Es ist ein Machtmittel. Und klar, also mit Geld kannst du natürlich alles andere wieder neu gestalten. Und das, wenn du jetzt Geld hast, statt dass das Zinsen hat, dass wir hohe negative Zinsen haben, würde unsere Gesellschaft komplett anders aussehen. Vielleicht, dass du sagst, okay, wir haben 10-20% Negativzins und es wird in sozialen Systemen wieder umverteilt. Dann versucht keiner mehr wieder zu horten. Man denkt an, dass man lebt im Moment und weiß genau, okay, diese was abgebucht wird, fließt ja um für meine Grundsicherung. Also ich kann auch nicht tief fallen, wenn ich nichts leiste. Und diese Spielchen würden auch dieses Bewusstsein der Menschen wieder komplett verändern. Weil unser Bewusstsein ist komplett programmiert nach dem Geldsystem oder Profitsystem. Und Blockchain ist wirklich, also die Mächte, auch egal, wann auch immer, auch vor 1000 Jahren, die Macht war ja immer, baust eine Organisation und diese Information, diese Organisation und wer bezahlt wen und wer hat Vorteile von wem. Und die Blockchain ändert es. Und ja. Da ist halt natürlich, wenn wir Geld neu denken, denken wir auch in der Wirtschaft komplett neu. Absolut genial. Das heißt, wenn wir jetzt Zentralbanken vielleicht als Thema noch mit rein mischen, die sind natürlich nicht so begeistert von dem Ansatz. Ja, sagen wir es so, die Zentralbank erkennt, also wir sind ja sehr vernetzt mit der Zentralbank in Tunesien und die haben uns ja ausgewählt in deren Sandbox. Sie haben 4 Projekte ausgewählt insgesamt und dafür durften wir ja mitspielen. Theoretisch kann man sagen, sind die bescheuert oder was? Aber warum haben sie, weil die sehen, okay, die Bank, die Regulierung, die nimmt die selber. Dass das Bankensystem nicht verändern will, dass sie wirklich auch gewisse Monopole existieren. Vor allem diese ganze Regulierung. Also wie kann man wirklich Grassroot-Bewegungen einfach finanzieren, Micro-Investment herausgeben, ohne viel Aufwand? Wie kann es agiler werden? Und die sind sich bewusst. Und klar ist für eine Zentralbank, also die wirklich nicht an eigene Macht denkt, sondern an den Impact deren Handeln, was eigentlich Zentralbank sollte ja auch so funktionieren.
ist es natürlich interessant, weil du sagst, okay, wenn ich Initiativen und Micro-Entrepreneurs erstmal fördere, dann habe ich eine Währung, um wirklich dieses in der Seed-Stage Projekte, die schneller finanziert werden und in Acceleration kommen, weil dann habe ich schneller bessere Projekte, die auch eine echte Finanzierung von den Banken brauchen. Also theoretisch würde ich ja die Wirtschaft ankurbeln. Und es gibt ja gewisse Gaps, die sie auch nicht finanzieren können. Abgesehen natürlich von ganzen Regionen, die wirklich auch nicht wohlhabend sind. Und dafür ist für eine Zentralbank ist immer so ein Verlustcase. Da können wir nicht investieren, weil da ist ja kein Geld zu holen. Da muss man viel mehr investieren in die Bildung, in die Infrastruktur. Und das rentiert sich irgendwie nicht basierend auf die aktuellen Methoden, wie man so Buch führt. Aber mit einer anderen Währung kann man wirklich so eine Kraft wieder initiieren in Communities. Also das Potenzial kann sich erstmal entfalten. Leute sind anders vernetzt, Wissen wird ausgetauscht und du schaffst auch eine Dynamik. Und manchmal ist es, glaube ich, die Veränderung der Psyche wichtiger als alles andere. Am Ende ist es ein Impuls, den du gibst und du holst Leute aus einer negativen Stimmung, aus einer depressiven Stimmung in eine positive Stimmung und sagen, okay, jetzt bewegt sich was. Jetzt können wir in der Lage, unser eigenes Zustand zu verändern, indem wir zusammenarbeiten. Und dann spielt es keine Rolle am Ende, welches Geld, aber vielleicht hat das eigene Geld erstmal eine Hoffnung gegeben und am Ende fließt das eine in das andere. Das ist natürlich, es gibt schon viel Potenzial, das man da rausholen kann. Ja. Sehr, sehr cool. Was mich jetzt von den Zuschauern und von dir als Zuschauer interessieren würde, ist, schreib vielleicht mal in den Chat, wofür du dieses Potenzial einsetzen wollen würdest. Vielleicht schaffen wir es noch, uns fragen genug Leute nach, dann können wir es jetzt direkt mit Karim besprechen. Das finde ich auch erstmal interessant, was du als Zuschauer davon denkst, wofür du es gerne einsetzen würdest. Genau, bis dahin nochmal fällt mir noch eine Frage ein, und zwar, du kannst, also das ist ja jetzt so offen, dass du es theoretisch für jedes Projekt, jede Gemeinschaft, jede kleine Gruppe, egal was du machst, einsetzen kannst und indem du einfach auf die Plattform gehst, oder? Genau, man kann sich auf die Plattform anmelden und das machen. Unsere Software ist auch Open Source, also wer meint, das installieren zu wollen, der kann auch eine ganze Consensus-Plattform betreiben. Ist auch okay, kostet auch nichts. Aber wer es schafft, sagen wir so, soll sich bei mir melden, dann hätte ich gerne als Unterstützung für unser Team. Also gerne, also das machen wir auf jeden Fall. Es gibt verschiedenste Wege. Aber auf der Plattform kann man sehr einfach sich melden mit einer E-Mail-Adresse. Erstmal. Das ist sehr, sehr cool. Ja, auch alle, die es jetzt im Nachhinein noch gucken werden, in der Aufzeichnung, schaut auf jeden Fall vorbei. Karim, wo kann man dich kontaktieren? Einfach direkt über CoinSense, oder? Genau, also karim@coinsense.org, das geht immer. Oder info@coinsense.org oder über LinkedIn Karim Shabrak mit CH. Also über verschiedenste Wege, ja. Okay, perfekt, wow. Gibt es noch ein paar Dinge, die du jetzt hier an dieser, wo die Chance nutzen möchtest, das jetzt unbedingt loszuwerden, so an die Community, an Leute, die jetzt gerade zusehen oder im Nachhinein zusehen? Was ich loswerden kann? Sagen wir so, wenn wir nicht handeln, handelt keiner. Und wenn wir uns nicht vertrauen können, dann vertraut uns auch keiner. Also wir müssen wirklich, vor allem die Jugend oder die Leute, die was bewegen wollen, die müssen sagen, okay, wir vertrauen uns selber und schaffen unser eigenes Geld und verlassen uns nicht auf irgendjemand, weil am Ende wissen wir, was wir wollen. Und nicht jemand, der uns das Geld gibt, weil der weiß, was er will. Also wie wir die nächsten Schritte wirklich meistern können zusammen. Ja, wow. Mehr kann ich nicht sagen. Nee, super. Vielen, vielen Dank. Ich würde dann sagen, wir beenden jetzt gleich die Veranstaltung. Und ich kann dir nicht genug danken, auch vor allem dafür, dass du das so live gezeigt hast. Super cool, das ist mal ein richtiger Workshop. Sehr, sehr cool. Auch danke an alle Zuschauer, die jetzt noch zugeguckt haben, trotz der doofen Panne am Anfang. Ich glaube, das könnte an meinem Internet auch gelegen haben. Wird bei der nächsten Veranstaltung hundertprozentig besser, also verspreche ich euch. Und die nächste Veranstaltung findet jetzt um 18 Uhr statt, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ihr könnt euch oder solltet euch am besten unter cryptopia.cash
anmelden. Das ist auch kostenlos. Könnt ihr euch eintragen lassen in die E-Mail-Liste. Dann bekommt ihr zu jeder weiteren Veranstaltung direkt eine E-Mail, direkt einen Link, auch eine Aufzeichnung. Ich stelle euch die Folien jetzt von Karim auf jeden Fall noch zur Verfügung. Die bekommt ihr auch dann per Mail zugesendet. Und genau. Vielen, vielen Dank. Auch, dass ihr so lange motiviert dabei geblieben seid. Und ja, nochmal danke, Karim. Alle finden dich auf CoinSense. Danke. Ja, danke. Danke. Also, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, beim nächsten Mal machen wir einen Zoom-Call, wo alle Teilnehmer, die interessiert sind, auch, wo wir interagieren können. Sehr, sehr gerne. Ja, also, ihr habt es alle hier gehört. Ja. Meldet euch bei Karim und ja, wir sehen uns. Vielen Dank. Wir sehen uns am 18.